Oh Gott, ja, Pokémon Home ist ja rausgekommen. Ja, los, wir gucken uns das mal an. Pokémon Home ist letzte Nacht relativ überraschend gestartet. Es hieß ja Mitte Februar und das Überrascht. haben sie eingehalten. Habe ich heute Morgen vor der Arbeit tatsächlich deswegen auch sofort installiert und ein kleines bisschen reingeschaut und jetzt gerade nach der Arbeit dann etwas intensiver. Und ich möchte euch jetzt meinen ersten Eindruck von dieser neuen App, von diesem Online-Service rund um Pokémon Schwert und Schild berichten. Na, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und vielleicht auch schon eine Frage beantworten, ob sich der Preis für die Premium-Version auch wirklich lohnt. Ich fange aber mal ganz von vorne an. Pokémon Home ist für alle, die es nicht wissen, eine Verwaltungs-App für eure kleinen Taschenmonster. Das Ganze bringt keine neuen Minispiele oder so mit sich. Also wer sich sowas erhofft, der wird hier leider enttäuscht. Das Ganze ist wirklich nur zur reinen Verwaltung und für den Datentransfer zuständig. Ist eigentlich ganz schade. Weil, ich weiß, Pokémon Bank oder so, also das, was es für die Wii gab, da sind die wenigstens noch in irgendeinem Park rumgelaufen und du konntest die irgendwie noch 3D-mäßig angucken. Aber hier hast du ja wirklich nur Boxen. Viele kennen von euch sicher noch Pokémon Bank vom Nintendo 3DS. Pokémon Home geht in eine etwas andere Richtung und grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass ihr diese Version kostenlos installieren und auch erstmal nutzen könnt. Ach ja, ich hatte gehört, dass die App was kosten soll. Mal gucken, ob das noch aufgegriffen wird. Müsst dann allerdings, das sage ich auch direkt dazu, mit Einschränkungen leben. Aha. Kurz und knapp gesagt, die kostenfreie Version von Pokémon Home bietet keine Transfers mit Pokémon Bank. Dazu kommen wir gleich. Das ist ja erstmal für mich nicht schlimm. Ich habe in Pokémon Bank, habe ich glaube ich nicht, oder? Müsste ich mal gucken, was auf meinem 3DS so drauf ist. könnt dann maximal in der Standard-Edition 30 Pokémon online lagern. Ihr könnt maximal 3 Pokémon in der Wunderbox haben. Der Gruppentausch ist eingeschränkt und so weiter. Solltet ihr euch dann tatsächlich, so habe ich es jetzt auch in dem Moment gemacht, um auch für euch dieses Video hier machen zu können, um das zu testen, für den Premium-Service euch entscheiden, dann habt ihr Auch halt raus. Vorteile dadurch, dass ihr halt mehr Pokémon lagern könnt online. Und das war für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Ich konnte mir alle meine alten Pokémon, die ich über die ganzen Jahre hochtransferiert hatte, bis Pokémon Ultrasonne, jetzt auf die Nintendo Switch in Pokémon Schwert zum Teil schon transferieren. Das Ganze. Zum Teil. Ich würde gern mal wissen, was in diesem Kontext zum Teil heißt. Hat auch wirklich einwandfrei und schnell geklappt. Da hatte ich absolut keine Probleme. Ihr bekommt da so ein kleines Passwort, das müsst ihr eingeben auf dem 3DS. Und dann wird dieser Transfer automatisch gestartet und auf einmal habt ihr halt alle, bei mir waren es jetzt knapp 600 Pokémon in Pokémon Home. Und es wird auch angezeigt, welche ihr davon dann direkt auf Schwert und Schild transferieren könnt, wenn ihr wollt. Und viele von euch wissen ja, Schwert und Schild haben bei weitem nicht alle Pokémon im Dex, deswegen könnt ihr da auch nicht alle übertragen. Aber tatsächlich Sprech einige, mal und es nicht hat mich von. sehr überrascht. Am Anfang bekommt ihr nämlich eine Auswahl zwischen Bisasam, Shiggy und Glumanda. Die bekommt ihr geschenkt, eins von den dreien. Was ich genommen habe, sollte relativ offensichtlich sein, wenn ihr meinen Kanal kennt. Und das Coole ist halt, ja, den könnt ihr auch dann in Pokémon Schwert übertragen. Und Dass ich jetzt, ich hoffe, ich muss jetzt nicht erwähnen, dass ja Game Freak gesagt hat, wir werden nur die 400 Pokémon, die es gibt, in Schwert und Schild reinmachen. Dass es eine glatte Lüge war, von Game Freak und der Nintendo Company oder der Pokémon Company muss ich ja jetzt nicht erwähnen, oder? Ich habe es trotzdem getan. tatsächlich nutzen und nicht nur ihn, ich habe tatsächlich einige andere legendäre übertragen, auch die konnte ich alle benutzen und das fand ich sehr cool, da kann ich jetzt tatsächlich mit Mewtwo kämpfen. Diese App gibt es übrigens nicht nur für die Nintendo Switch, ihr könnt das auch auf dem Handy, Smartphone, Tablet benutzen, ganz egal ob iOS, sprich die Apple-Fraktion oder Android, auch dafür sind die Apps heute erschienen. Das Ganze wirkt aber noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Bei mir auf dem iPhone bzw. auch auf dem iPad, ich habe es auf beiden getestet, ist die App mehrmals abgestürzt. Ihr könnt halt unterwegs dann auch mal Na in den Pokédex prima. schauen, ein paar Einträge lesen und so weiter und so fort. Das ist aber alles nichts Weltbewegendes, wenn wir ehrlich sind. Und Da kann ich auch Pokémon Go spielen. Da kann ich genauso im Pokédex reingucken und mir Pokémon angucken und habe noch zwischendurch eine Spielerfahrung, anstatt hier irgendwie während des Bahnfahrens nur eine Enzyklopädie vor mir zu haben im Endeffekt. auch dafür würde ich kein Geld ausgeben.
Es sei übrigens erwähnt, dass Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli ebenfalls unterstützt werden und bald auch tatsächlich Pokémon Go. Das ist aber jetzt zum Start noch nicht der Fall. Also da könnt ihr auch bald eure Pokémon alle dann auf Home vereinen. Ja, dazu soll es halt da sein, dass du wirklich überall deine Pokémon auf ein Device transferieren kannst. Und jetzt warte mal noch, keine Ahnung, 5 oder 6 oder 7 Jahre und dann kommt schon wieder irgendwie das nächste Pokémon Home 2 oder was weiß ich. Und dann musst du die da wieder alle hintransferieren. Also im Endeffekt. Kommen wir kurz noch zum Preis. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich schon bei der Ankündigung gesagt und das finde ich weiterhin jetzt auch nach dem ersten kleinen Minitest von mir so, die Preise sind einfach zu teuer. Schlicht und ergreifend. Ja. Wenn ihr Hardcore-Pokémon-Fan seid und vielleicht sogar kompetitiv spielt und Pokémon das Ein und Alles für euch ist, okay, dann ist das in Ordnung. Dann bezahlt ihr halt diese 15,99 € im Jahr und dann würde euch das auch, glaube ich, nicht sonderlich wehtun. Für alle anderen da draußen. Das ist halt im Jahr. Was sagt denn der Rechner dazu? Was wäre das denn im Monat? 15,99 € durch 12 Monate sind, das wären 1,33 € im Monat. Finde ich immer noch zu teuer, aber... So wie mich, die okay. Pokémon zwar wirklich lieben, auch viel spielen, finde ich 15,99 € im Jahr echt happig. Denn, wenn man mal überlegt, der Switch-Online-Service, der komplett für die Switch für alle Online-Spiele geeignet ist, der kostet im Jahr nur 19,99 €. Mhm. Und dieser Pass, der nur für Pokémon gilt, ist fast genauso teuer. Und dann auch gerade im Vergleich zu Pokémon Bank auf dem... Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es in der letzten Zeit echt frech, wie Game Freak einfach nur noch mehr Geld den Leuten aus den Taschen zieht für... Wie soll ich das sagen? Für im Vergleich keinen gerechtfertigten Content. Nintendo 3DS, dort hat das Ganze 5 € im Jahr gekostet und nicht das Dreifache. Finde ich ehrlich gesagt zu teuer? Da könnt ihr mir aber auch mal gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt über Pokémon Home und über die Preisgestaltung. Ich muss ganz ehrlich sagen, 9,99 € pro Jahr hätten es auch getan. Oder man wäre einfach beim alten Preismodell geblieben von 4,99 €. Denn das fand ich war wirklich ein fairer Deal. Hier dieses Dreifache finde ich etwas zu happig für jemanden wie mich, der das nur so ein bisschen casual nebenbei spielt. Aber wie... Kann ich nachvollziehen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wie gesagt, die Preise finde ich auch ein bisschen zu viel. Naja. Wie gesagt, schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und dann danke ich euch herzlich fürs Zugucken, wünsche euch auch weiterhin viel Spaß beim Zocken. Sehe ich genauso. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, hier in der Game Mansion. Gut, was sagt uns das? Kein Pokémon Home. Nee, wirklich, sehe ich genauso. Ist viel zu teuer. Aber das sind wir ja mittlerweile von Game Freak gewöhnt. Warum ist das nicht in Pokémon Online drin? Deren Online-Dienst ist halt echt kacke. Ja, eben, es könnte auch irgendwo integriert sein. Mein Fazit zu Pokémon Home. Ich brauche kein Pokémon Home. Kann ich mich anschließen? Kann ich mich vollkommen anschließen? Selber Schwachsinn, wieder gekürzte Pokémon-Dex, genau. Oh Mann. Oh, er hat irgendwer ein Herz gekriegt. Wie schnell er wieder abliefert. Wahnsinn. Ha, ja, ja. Also wenn ihr mir Komplimente gibt, gebe ich euch auch ein Herzchen. Oh Mann.